Hallo, mein Name ist Thorsten Albig und ich möchte Ihr nächster Ministerpräsident werden. Am 6. Mai ist Wahl. Heute kam eine Umfrage und wir sind alle ganz fröhlich auf der Tour durch Schleswig-Holstein, weil die Umfrage war gut. Sie sagt, es wird eine neue Regierung geben und ich werde nächster Ministerpräsident sein. Das mobilisiert und motiviert uns sehr. Wie zum Beispiel heute in Husum in St. Peter-Ording. Da haben wir Wahlkampf gemacht und machen das auch noch. Wir waren an ganz vielen spannenden Stellen. Heute Morgen bei nicht ganz so dollem Wetter auf dem Wochenmarkt in Husum. Viele Menschen ganz neugierig und offen. Ist ja nicht gerade unser Stammgebiet, aber auch da können wir Erfolg haben. Wir haben Unternehmen kennengelernt, ich jedenfalls eins, das ich vorher noch nicht kannte. F&T Cap, Fischer und Tauschen, die machen Kondensatoren. Und überraschenderweise machen sie das so toll, dass sie besser sind als alles, was es in Asien gibt. Und das passiert hier in Husum. Ein ganz starkes Unternehmen mit starken Leuten. Und sie haben mir erklärt, es geht nur, wenn sie gut ausgebildete junge Menschen bekommen. Und ich glaube, es war ein guter Hinweis von Unternehmern, die sagen, lassen Sie uns weiter stark sein und sorgen Sie dafür, dass es gute Bildung gibt. Hier im Schlosscafé ist das Theodor Schäfer Bildungswerk tätig. Die sorgen dafür, dass junge Menschen, die nicht ganz so erfolgreich von der Schule gekommen sind, weil sie noch Handicaps haben, weil sie nicht im Leben so gut gestartet sind, wie man es ihnen gewünscht hätte, dass sie trotzdem zu starken jungen Menschen werden, dass sie eine tolle Ausbildung bekommen, dass sie im Gaststättengewerbe erfolgreich sind. Und wie das geht, wurde mir eben gezeigt. Und das möchten wir künftig unterstützen. Der Tag ist bunt, der Tag ist stark. St. Peter-Ording konnte ich sehen, erleben, was dort geschaffen wurde. Ja, und heute Abend treffe ich Per Steinbrück, mit dem ich viele Jahre gut zusammen und eng zusammengearbeitet habe. Darauf freue ich mich sehr. Es wird ein fröhlicher Abend und ganz bestimmt ein spannender Abend. Und vielleicht sind ja einige von Ihnen auch dabei, wenn wir über gutes Regieren in Schleswig-Holstein reden. Und ganz bestimmt, dafür kenne ich Per Steinbrück gut genug, auch über Schleswig-Holstein hinaus. Auch bei den anderen kann das noch besser werden. Also, vielleicht sehen wir uns. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Ciao.